Meine lieben Freunde, die erste Woche im November quasi hat heute ihren letzten Tag und damit möchte ich euch ein weiteres Schmankerle vorstellen. Das Cup Trelawney, das Cup der guten Hoffnung, das erste Paket im DLC Season Pass One, quasi gesunkene Schätze. Menschen, und bereits mit 700 Handwerkern in der alten Welt habt ihr die Möglichkeit, eine Expedition zu dieser fantastischen Stadt Metropole zu machen. Warum ist das so besonders? Ihr seht es unten in der Karte, unter dieser Facecam, seht ihr es quasi schon. Guckt euch mal bitte an, wie schön groß diese City ist. Also diese Gebirgspässe könnt ihr zwar an sich als Bauer nichts mit anfangen, aber egal, ob es hier quasi ein Schiffswrack ist, was irgendwo auch eine Mission mit beherbergt, sag ich mal, die wir auch vor kurzem im Stream erst gemacht haben, oder diese breite Küstenlandschaft. Also guckt euch das mal bitte an. Da weißt du gar nicht, wo sollst du das Konto hier überhaupt hinbauen, ne? Auch hier oben, also ich meine, du kannst damit zwar an sich nichts anfangen, aber diese Insel ist so groß, du, das ist Wahnsinn. Also guckt euch mal bitte, das ist wie gesagt mein Livestream-Spielstand. Hier halt wirklich einen großen Batzen. Hier habe ich nochmal was für ein Video vorbereitet. Wir haben hier so viel, wir haben hier den Skyline Tower, wir haben die Weltausstellung, wir haben den Eisernen Turm. Wobei das jetzt nicht in dem Paket unbedingt mit drin ist, ne? Aber es ist ja wirklich so viel Platz. Also egal ob Rekord oder Schönbau. Ne, auch hier zum Beispiel könntet ihr das ja nochmal ein bisschen schöner designen. Und sagen, Mensch, pass auf, wenn man hier schon ins Meer kann, in den Riesenteich hier. Das ist schon Wahnsinn. Und egal welche Art von Anno-Spieler ihr seid. Einfach, also wir haben eigentlich alle das gleiche Problem. Platzprobleme. Egal ob Schönbau, Rekordbauer, ob ihr einfach drauf losbaut, man braucht einfach Platz. Und dementsprechend, sag ich mal, wer gesunkene Schätze, also wirklich eines das DLCs, die am meisten Sinn machen. So schön Ibiza auch ist, ist das hier irgendwo Pflicht. Weil man braucht immer Platz. Selbst wenn ihr hier nur Produktion draufkloppt, das muss einfach mal sein. Also das kann ich euch wirklich nur wärmsten empfehlen. An sich, sag ich mal, selber gibt es halt eben die Königin, die euch halt eben einführt hier in die, ja, großen Flächen, sag ich mal, dieses schönen Kontinents. Es ist so wie die alte Welt, also es gibt nichts in dem Sinne, was jetzt krass neu ist. Es gibt hier den Kollegen Nate noch als Beispiel, ne, wo ihr hinfahren könnt und könnt Schrott sammeln und dann braucht ihr halt eben nochmal ein bisschen Stahlträger, damit ihr dementsprechende Items bekommt. Ihr habt dann hier so ein Bergungsschiff, sag ich mal, und könnt dementsprechend auf Taucherjagd gehen, was auch mit manchen Aufgaben hier zu tun hat, aber ansonsten das Highlight von dieser ganzen Geschichte ist natürlich diese große Insel. Und das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Es ist einfach Wahnsinn. Also gönnt euch das bitte. Und zum Gewinnspiel sei nur so viel zu sagen. Jeder, der dieses Video unten hier kommentiert, wird automatisch in einen Lostopf geschmissen. Und dann werde ich das im Stream auflösen. Und werde euch dann privat anschreiben, dann habt ihr was Schönes gewonnen. Es gibt ziemlich wahrscheinlich Ubisoft-Keys. Ziemlich wahrscheinlich. Warum ziemlich wahrscheinlich? Weil ich nehme die Videos logischerweise vorher auf, weil es ein großer Aufwand für mich ist. Sollte es dennoch nicht dazu kommen, dass wir Keys haben, wird es wahrscheinlich ein Amazon-Gutschein werden, sodass ihr euch vielleicht auch das ein oder andere käuflich erwerben könnt. Vielleicht nicht unbedingt zu Anno 1800, weil es da leider sowas nicht gibt, aber man kann vielleicht immer noch mal jemandem eine Freude machen. Ansonsten checkt gerne Twitch TV Inventmaster aus und ja, lasst es krachen. Euer Marcel.